Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem es um die Welle der Hochpreis-Coachings geht. Ich habe jetzt 7 Tipps für dich, die du beherzigen solltest, wenn du vor der Wahl stehst, so ein Hochpreis-Coaching in Anspruch zu nehmen. Und dieses Video ist jetzt ein bisschen besonders, denn normalerweise ist es so, alle Videos, die ich hier hochlade, sind primär für meine Coaching-Teilnehmer, aber ich schalte die dann auch öffentlich, falls du mit dem Gedanken spielst, in mein Coaching reinzukommen. Ja, du hörst es schon, ich habe auch so ein Coaching-Programm. Und dieses Video ist ein bisschen anders, denn ich gebe euch ja Tipps, die ihr beherzigen sollt, bevor ihr in ein Coaching reingeht. Nun sehen meine 200 Teilnehmer von meinem Coaching-Programm das Video jetzt leider zu spät. Ihr seid schon drin, ihr seid schon gefangen. Aber das Ding ist, ich will ja haben, dass auch meine Coaching-Teilnehmer weiterziehen, vielleicht dann auch mal zu einem anderen Coach gehen. Und deswegen jetzt die 7 Tipps, auch für dich jetzt. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, in mein Coaching-Programm zu gehen oder in ein anderes. Das spielt wirklich keine Rolle. Also, 7 Tipps. Zuerst einmal der Nachteil oder die Gefahr bei diesen ganzen Hochpreis-Coachings ist es, dass die sehr stark über Hoffnung werben, okay? Das heißt, du erfährst von diesem Hochpreis-Coaching und es geht immer um diese standardpsychologischen Sprüche, Teil von etwas Großem zu sein, dein Leben soll sich verändern. Also es geht sehr stark in dieses Emotionale, in diese Hoffnung rein, die Hoffnung, was zu verändern, das Leben zu verbessern. Das sind Botschaften, die ich zum Teil auch nutze und die sind sehr stark, die sind stärker als die Ratio. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass dann Menschen einen Kredit aufnehmen und so weiter, mit ein großes Risiko in Kauf nehmen, wegen dieser Hoffnung, obwohl dieses Coaching vielleicht gar nicht das Richtige für sie ist. Und das ist ein ganz, ganz heißes Eisen, da hat jeder Coach eine Verantwortung, dazu kommen wir später aber noch. Dann ist es so, dass viele dieser Botschaften auch unseriös wirken. Also es gibt ja Botschaften von, wie du in ein paar Wochen Millionär wirst, bis zu was weiß ich. Und das wirkt eben für Außenstehende sehr schnell unseriös. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es wirkt unseriös, weil man das nicht glauben kann. Aber ich kann euch aus Erfahrung berichten und nicht nur wegen meinem eigenen Programm, das, was in diesen Programmen oft möglich ist, das kannst du dir vorher nicht vorstellen. Das können auch die Teilnehmer bestätigen, die in diesem Programm drin sind. Deswegen denkst du vorher, das wäre unseriös, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es geht, aber es geht. Aber vieles ist natürlich auch scheiße und unseriös, ja. Also, ich habe mir jetzt 7 Tipps notiert, die du abchecken solltest, bevor du in so ein Programm investierst. Und diese Tipps, das sind meine persönlichen Tipps, okay? Vielleicht willst du noch weitere Tipps ergänzen unter diesem Video, vielleicht legst du auf andere Dinge Wert. Also bevor ich in ein Programm reingehen würde, würde ich genau diese 7 Tipps durcharbeiten, um einfach sicher zu sein. Den ersten Tipp, den ich dir geben will, ist, die Werte des Coaches zu überprüfen. Also ein Coach, der dich betreut, der dir Lebenstipps gibt oder Erfolgstipps gibt oder was auch immer, der kann bzw. der sollte zum Teil schon anders arbeiten wie du. Weil das macht ihn ja auch oft zum Coach, weil er die Dinge einfach vielleicht auch anders macht. Aber welche Werte hat diese Person? Worum geht es dieser Person wirklich? Was sind innere Antriebe? Und da solltest du dich fragen, ob du so menschlich, nur menschlich und vom Charakter her, ob du so werden willst wie die Person, die dich unterrichtet. Bei mir persönlich wäre das so, wenn ich mich in die Obhut begebe von einer Person, dann muss ich, oder dann sage ich mir vielleicht, ey, der macht die Dinge echt anders, aber der ist korrekt, der ist in Ordnung, dem sind die gleichen Dinge im Leben wichtig wie mir, weil es gehört auch ein Vertrauen dazu. Weil wenn wir von Hochpreis-Coachings reden, dann geht es in den dreistelligen Bereich und so weiter. Das ist Risiko, da gehört viel, viel Vertrauen dazu, so viel Geld zu investieren. Und ich finde, da muss die menschliche Seite passen. Nochmal, der kann die Dinge anders machen. Das kann grundlegend, die Art des Menschen kann anders sein. Aber was sind die tiefgründigen Werte? Worauf legt diese Person extrem viel Wert? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin so ein Typ, ja, wirtschaftlicher Erfolg ist alles wichtig,
Aber primär geht es mir darum, zum Beispiel nicht jeden Tag 16 Stunden arbeiten zu müssen. Ich habe zwei Kinder, die sind 13 Jahre, familiär, viel Zeit haben. Ein anderer Coach, der vielleicht das alles nicht hat, Familie, der sagt, nee, Hustle, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das kann auch passen. Und das gilt es eben zu überprüfen. Worauf legt jemand viel Wert? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Wirtschaftliche, sondern was versteckt sich da alles hinten dran? Und das würde ich abklären. Und das wiederum führt dazu, dass ein Coach für mich eine Transparenz mitbringen muss. Wenn jemand undercover unterwegs ist und ich nichts über die Person weiß, dann wäre mir persönlich das definitiv nicht stark genug. Also ich persönlich muss Einblicke haben. Mir selber würde es gut tun zu sehen, wie diese Person lebt, wie sie tickt. Auch wie ist die Person hinter der Fassade, hinter dem Anzug? Was für ein Mensch ist da auch? Ne? Also diese Transparenz wäre mir persönlich wichtig, diese Offenheit. Ja, also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die Inhalte der Leistung, für die du investierst, analytisch betrachten. Das bedeutet, klarer Einblick, wenn ich diese Summe X zahle, was bekomme ich analytisch betrachtet dafür? Nicht, wir helfen dir, du wirst mehr verdienen. Das lässt sich ja nicht im ersten Moment nicht tracken oder messen. Also was ist die Analytik dahinter? Also was sind die klaren Fakten? Bei mir zum Beispiel wäre das jetzt, also mein Coaching-Programm liegt bei 3.000 Euro und jetzt kommt das Analytische. Dafür bekommst du 9 Stunden exklusiven Content, der extra dafür aufgenommen wurde, jede Menge Live-Coachings, die Aufzeichnungen, die in der Vergangenheit waren. Du kannst selbst mindestens, ich glaube, 2-mal im Monat haben wir Live-Coachings, meistens mehr, wo du selber dran teilnehmen kannst. Du bekommst meine Handynummer, kannst mir persönlich Fragen stellen. Du bekommst alle meine Videotrainings, die ich produziert habe und noch produzieren werde. 2 Offline-Events pro Jahr, alles gratis dann, also nicht gratis, sondern in diesem Paket mit drin. Das ist das Analytische. Und jetzt kannst du abwägen, wenn man das jetzt mit 3.000 Euro vergleicht, ja, wie ist das? Mal ganz abgesehen davon, was das Große ist, was es bringt, was natürlich wichtiger ist, aber das Analytische muss stimmen und nicht nur, was passieren kann. Okay, und das würde ich eben auch in Betracht ziehen. Zum Analytischen gehört auch, wie lange macht derjenige das schon? Wie viele Erfahrungen hat er? Und jetzt kommen wir auch zu etwas, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt. Ich selbst würde das abverlangen. Ob ihr das abverlangt, ist euch überlassen. Ich würde mir Beweise einholen. Und mit Beweise meine ich nicht irgendwelche Screenshots in Gruppen. Kann dieser Coach beweisen, dass er es bei anderen geschafft hat? Viele Coaches tischen immer nur groß ihre Story auf. Ey, ich war früher das und heute bin ich das. Aber jeder Mensch ist ja anders. Nur weil man es selbst geschafft hat, bedeutet das nicht, dass man ein guter Coach ist, sondern hat diese Person es bei anderen geschafft, das Gleiche zu bewegen? Und nicht nur bei 3 anderen, sondern eher bei 10, 20, 30, 100 anderen. Und diese Beweise würde ich mir einholen. Also einfach mal nachfragen, kannst du mir 5 Namen nennen von Menschen, die genau das geschafft haben, was du anpreist? Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Kann ich mit diesen Menschen mich mal unterhalten? Und das ist für mich der größte Beweis. Und den würde ich abverlangen, bevor ich viel investiere. In meinem Fall, ich könnte dir 30 Namen nennen und auch mindestens 10, wo ich die Einverständnis habe, dass du diese Person anrufen kannst und kritisch hinterfragen kannst, ob das scheiße ist, was ich mache oder nicht. Okay? Und diese Sicherheit, die kann man ruhig nach draußen geben, wenn der Coach das anzubieten hat. Und dann ist es natürlich auch so, mal gucken, mit wem du dann sprichst. Ja? Wie gut ist der? Ja? So. Also bei mir sind es so Namen wie Gott sei Dank. Meine Namen sind durchaus etwas größer oder bin ich auch stolz drauf, ob das jetzt der Andreas Drienbacher ist, der auf der Bühne von Dirk Kräuter steht, wo immer das Fitnessprogramm macht.
Ben Ouattara ist ein Name, wo er auch sagen kann, Mensch, ich habe so viel von Kelvin gelernt, über Coaching und so weiter. Und das geht noch weiter. Also es sind noch viele weitere Namen. Und kann eine Person solche Namen vorweisen? Okay? Das ist etwas, was ich wirklich überprüfen werde, würde. Dann auch vielleicht nicht selbst die Entscheidung treffen, in solche Coachings reinzugehen, sondern die sich auch empfehlen lassen. Und das ist jetzt etwas zum Beispiel bei meinen Coaching-Teilnehmern, wenn die jetzt sagen, Kelvin, ich habe von deinem Coaching-Programm enorm profitiert, es hat sich schon eingespielt, es hat sich gelohnt, ich würde gerne jetzt noch weitermachen, wen empfiehlst du mir? Und dann würde ich weiterempfehlen, dann würde ich sagen, geh mal zu Ben Ouattara, weil der macht sehr viel über dieses Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, mental stärker werden. Oder ich würde sagen, geh da und dahin, da lernst du was zu dem Thema, da lernst du was zu dem Thema. Das heißt, du kannst dir auch die Dinge aus deinem Umfeld empfehlen lassen, dich rein empfehlen lassen, weil die Menschen dich vielleicht besser kennen und so weiter. Also du musst nicht jede Entscheidung, jeder Werbebotschaft hinterherrennen und alles selbst entscheiden. Und dann auch, das ist auch ein Kriterium, wie einfach kommst du da rein in dieses Coaching-Programm? Bei mir ist es zum Beispiel so, da muss man sich drauf bewerben. Es gibt keinen Buchungslink, den gibt es nur in Ausnahmefällen bei so Webinaren oder wo ich sehr tiefgründig alles erkläre. Also ich will zum Beispiel nicht haben, dass bei mir jemand 3.000 Euro investiert, weil er nur meine Werbebotschaft gesehen hat. Das ist zu gefährlich. Die Werbebotschaften sind geil und wenn da ein schwacher Charakter sitzt, Entschuldigung, das ist jetzt aber Klartext, wenn da ein schwacher Charakter sitzt, der Hoffnung hat, der nimmt einen Kredit auf und der bucht, weil ich so aggressiv nach draußen promote und weil das, was ich vielleicht vermittle, sich so geil anhört. Okay? Aber das darf nicht sein, da muss ein Schalter davor sein. Bei mir ist es so, du musst dich bewerben, ich prüfe erstmal, ob du überhaupt geeignet bist und ich habe jetzt gerade vorgestern, wirklich, gerade vorgestern jemand abgelehnt, wo ich gesagt habe, schön, dass du dabei sein willst. Er hat dann auch gesagt, schade. Ich sage, gib dir noch ein bisschen Zeit. Du bist noch nicht so weit. Und bei manchen Coaching-Programmen kommst du einfach rein. Das ist, wo ich mir auch denke, nee, ab einer gewissen Summe muss doch ein Riegel davor geschaltet sein. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, um was geht es bei dem Coaching-Programm wirklich. Das ist jetzt so oft ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich nehme es jetzt mal anhand von meinem Beispiel bei der Academy. Da geht es primär erst einmal im ersten Schritt darum, den Umsatz zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Das sind die Hard Facts, also diese Faktoren. Okay? Und deswegen brauchst du auch schon ein Business, auch wenn es nur Nebengewerbe ist, worauf man aufbauen kann. Aber was ist das Große und Ganze, was dahinter steckt? Und das sind jetzt bei mir zum Beispiel ganz andere Dinge. Das ist mehr Freiheit im Leben. Jeder, der in der Academy ist, kann es bestätigen. Ich bin ein ganz großer Fan davon, das nicht mit 16 Stunden pro Tag aufzubauen. Die Wirtschaftlichkeit nicht zu steigern, damit du noch mehr Wirtschaftlichkeit machen kannst. Irgendwann ist auch mal Schluss. Sondern diese Wirtschaftlichkeit führt eher dazu, weniger später zu tun. Wieder mehr Zeit für sich selbst zu haben und so weiter. Und deswegen ist bei mir auch irgendwann mit einem Umsatzschluss, wo ich auch meinen Teilnehmern sage, du hast doch jetzt genug, mehr brauchst du doch nicht, jetzt festige das doch erst einmal. Also das hat wieder was mit Werten zu tun, was wir im ersten Bereich gesagt haben. Leute, für die Academy-Teilnehmer, die jetzt bei mir dabei sind, wir sind eh in Kontakt und ich werde euch beraten und empfehlen, aber haltet diese Tipps ein, wenn ihr weiterziehen wollt, was absolut okay ist. Also niemand soll nur bei einer Person bleiben. Wichtig ist bei einer Person erstmal eine Zeit lang zu bleiben, bis alles erledigt ist und dann auch nicht viel Einflüsse, volle Verpflichtung und dann geht es irgendwann mal weiter, das ist okay. Und für diejenigen, die jetzt außerhalb stehen, über dieses Video gestolpert sind und sich fragen, ob sie Teil meiner Academy werden wollen, bitte betrachte alles sehr skeptisch. Sehr skeptisch. Achte auf die Beweise. Die Beweise ist das, was am ehesten zählt. Und es zählt nicht ein Facebook-Screenshot, sondern da sagst du dann, bitte Kelvin, nenn mir mal einen Namen, eine Person, die ich fragen kann, die dann sagt, ey, was du von Kelvin lernst, ist geil, du kannst da rein.
Und dann sage ich jetzt zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, Clemens Bittner, Miriam Höller, Andrea Ballschuh. Ihr könnt die Namen googeln. Das sind auch Personen, die haben nicht nur Erfolge, die stehen zum Teil in der Öffentlichkeit. Und wenn die sagen, das ist gut, dann ist das schon ein bisschen besser, wie wenn ich jetzt irgendeinen Facebook-Screenshot poste, was ich ja auch regelmäßig mache. Ja, also ich protze ja auch mit den Erfolgen von Menschen, die noch relativ neu dabei sind. Aber die sind halt nicht immer die stärkste Glaubwürdigkeit, weil man halt auch schnell vermutet, es könnte gefaked sein oder was auch immer. Aber gib nicht einen Haufen Geld aus, ohne vorher gut zu überprüfen. Und wenn du das alles eingehalten hast, dann kannst du so viel nicht falsch machen. Und Leute, tut mir einen Gefallen, verurteilt die ganzen Coaches da draußen nicht. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Lernen. Es ist so wichtig, dass du musst nicht alle Fehler selbst machen. Da draußen gibt es richtig gute Leute, auch die im ersten Moment so unseriös wirken, aber die nun mal verdammt gut sind. Aber ihr müsst es halt überprüfen. Wirklich. So. Weil durch einen Coach, auch durch eine große Investition, du kannst so viel Geld sparen, weil du nicht alles selber machen musst. Und Leute, ganz ehrlich, es liegt immer noch an dir selbst. Du kannst in das krasseste Coaching-Programm rein. Wenn du es nicht umsetzt, bist du selbst schuld. Also auch einem Coach sind irgendwann mal die Hände gebunden. Okay? Also für die Umsetzung bist du immer noch selber verantwortlich. Da darfst du auch dann keinen in Rechenschaft ziehen und sagen, es war scheiße, nur weil du nicht in die Umsetzung kommst. Okay? Aber trotzdem kritisch betrachten. Weil da draußen gibt es menschlich gesehen wirklich ein paar Arschlöcher. Und ich habe die auch schon kennengelernt. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen, zu denen ich gesagt habe, und die kennt ihr zum Teil, wo ich gesagt habe, pass auf, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, aber du lügst. Du verarschst die Leute mit deinen Dreckswerbebotschaften. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber hey, alles Gute für die Zukunft. Aber ich bin raus. Ja, die gibt's auch. Und vor denen will ich dich nicht alle warnen, weil das, was sie machen, ist zum Teil gut, aber die Werte stimmen halt zum Teil nicht. Ne? Und dann ist halt schnell eine Enttäuschung hinten dran. Und Leute, und das ist mir jetzt auch wichtig, dieses Video ist nicht dafür da, damit ich jetzt irgendwie geiler dastehe. Weil ich bin voll in diesem Pool der Coaches mit drin, der unseriösen Coaches voll mit drin. Auch wenn du jetzt denkst, endlich einer vielleicht, der Klartext redet, der offen ist, der hier mit einem T-Shirt rumrennt und trotzdem darüber spricht, wie man eine Million verdienen kann und so weiter. Ich bin in diesem Pool mit drin. Du darfst mir nur aufgrund von diesem Video noch nicht alles glauben. Du musst genauso recherchieren. Du musst genauso recherchieren. Okay, also alles skeptisch betrachten. Das Tolle ist halt, ich brauche mir da keinen Kopf machen. Ja, es läuft alles, ich habe keine Angst. Ich bin so transparent, ich rede über alles offen. Von dem her kann ich fast sagen, ich bin raus, wenn sich jemand mit mir befasst. Und all die anderen Coaches da draußen, die jetzt denken, weil sie ein Buch gelesen haben, können sie ja Hochpreis oder weil sie da Sam Owens in Amerika gesehen haben, dass sie jetzt sagen können, oh, ich mache das Gleiche, was Sam Owens macht in Amerika. Setup Call, Dark Call, baue eine Agentur auf, als Gary Vaynerchuk empfiehlt oder sonst irgendwas. An all die, die ganz frisch dabei sind, fahrt ein paar Gänge zurück, weil ich werde dafür sorgen, dass man euch skeptisch hinterfragt. Ihr könnt es ja machen, aber gebt euch Zeit. Und ballert nicht stärker raus, wie es eigentlich ist. Gebt euch ein bisschen Zeit. Lieber locker und langsam. Ja, weil die Menschen blicken immer mehr, was hinter den Kulissen stattfindet. Aber wie gesagt, es gibt so viele Gute da draußen. Und wenn ihr das ein bisschen hinterfragt, und gerade die Transparenz nach draußen gehen, wenn ihr Storys schaut, wie das Leben wirklich tickt, da kriegt ihr schon super Einblicke. Also es kann auch jemand gut sein, der relativ neu auf dem Markt ist. Okay? Das war's von meiner Seite. Das war jetzt ein langes Video. Danke, dass du mit dabei geblieben bist und bis zum nächsten Mal.